Moin, sind Leute, und herzlich willkommen zu Let's Play Linked to the Past von The Legend of Zelda. Ich bin gerade in diese Hütte reingegangen, weil ich ein bisschen Kakariko noch unsicher machen wollte und jetzt hier. Oh, tut mir leid, aber ich kann nicht aus dem Haus, weil ich krank bin. Von der Kälte des Bösen, die aus den Bergen kommt, bin ich wohl krank geworden. Hier, mein Schmetterlingsnetz. Ich kann es im Moment sowieso nicht gebrauchen. Yay! Yeah. Habe ich mir geliehen, wollte ich gar nicht, aber cool. Da habe ich mir gedacht, wenn sich da schon was triggert, dann nehmen wir das auch mit. Ich bin schon so gut wie auf alter Rubinstärke, wenn man das so bezeichnen kann. Ups. Das wollte ich gar nicht. Und zwar, siehst du es ja, 417. Ich habe mir hier aus dem Diebeshaus, nenne ich, sag ich mal so, noch eine Kiste und ein Herzteil geholt. Dann bin ich da zurück zum Schlösschen gegangen. Beziehungsweise beim Friedhof. Da kannst du dich ja in einem Grab fallen lassen und kommst an dieser eine Stelle kurz vor der Kathedrale raus. Und da sind halt zwei zugemauerte Wege. Wenn du die freisprengst, ich sag's dir, da kriegst du mal eben so locker 300 Rubine hinterhergeschmissen. Und dann wollte ich in ganzen Häusern gucken, ob es hier noch Bruchstellen gibt, die ich aussprengen kann. Da. Oh, ich sehe gerade, ich habe gar keine Bomben mehr. Gut, dann hat sich das eigentlich schon erledigt. Dann lass uns doch mal zurück zum Todesberg gehen. In der Hoffnung, dass ich irgendwas übersehen habe. Versuch, habe ich keine Ahnung. Ja, wie wir jetzt weiter vonstatten gehen sollen. Immerhin haben wir jetzt ja, Schwimmflossen, toll. Ich kann damit mega viel anfangen. Ich meine, klar, ich kann jetzt schwimmen, toll. Aber so fürs Weiterkommen sich gerade keine Notwendigkeit. Klar, ich kann aber jetzt mir einen Körper reinhauen, das will ich aber jetzt gerade gar nicht. Ich möchte nicht, dass die Vögel mir auf den Keks gehen. So an sich war es ja nicht der verkehrte Weg. Nicht so ganz, ne? Töten. Den nehme ich auch noch mit. Geiz ist geil. Ich frage mich, wie viele Rubine man haben kann. Bestimmt 999 Rubine und 99 Rubinchen. Ja, dann lasst uns mal das Level hier begutachten. Irgendwo werde ich vielleicht falsch abgebogen sein. Irgendwie da. Immer wenn sowas ist, ist so nach Motto, hier geht's nicht weiter. Was Schlechtes. So, hier geht's auch nicht weiter. Hier da oben war ich auch schon. Da ging es für mich auch nicht weiter. Wie du siehst, hat sich gerade mein Format umgestellt. Cool. Habe ich hier das Problem, ich komme hier nicht weiter. Da muss ich aber irgendwie weiter. Ich weiß noch nicht. Mit was? Kann ich vielleicht mit dem Pegasus stiefeln? Das wäre jetzt. Ah, funktioniert nicht. Krieg ich Herz abgezogen und. Pff. Das macht ja jetzt auch keinen Unterschied mit der Lampe. Das ist schlecht! Was muss ich hier machen? Gottchen. Vielleicht haben die Hackis hier irgendwie eine Ahnung und der Busch hat sich bewegt. Ritsch, ratsch, merkwürdig, wie sich der Baum beim Sägen anfühlt. Hm. Was meinst du, was der Baum innerlich fühlt? Hier ist auch nichts. Boah, Alter, ich stehe hier voll auf dem Schlauch. Das kann doch nicht wahr sein. Wie komme ich hier weiter? Was muss ich machen? Yep. Boomerang. Irgendwas Explodierendes habe ich weggehauen. Was war denn hier hinter? Hier war. Achso. Da kam ich dann ja von der anderen Seite da rein. Ja, okay, gut. Puh. Ja, ich bin so ein bisschen ratlos. Ich. Puh. Hm. Ja, hm. Was kann ich jetzt so großartig machen? Also, ich wüsste jetzt echt nicht, wie wir da hinkommen. Friedhof
könnten wir uns nochmal angucken, aber da ist jetzt auch nicht wirklich mega viel Alternative oder Spielraum oder irgendetwas, wo ich... Oh mein Gott! Bienen. Nein, ich will ins Inventar. Die soll ich nämlich auffangen können, das weiß ich. In einer Flasche aufbewahren. Kann ich die jetzt verkaufen? Oder kann ich mir die nur angucken? Was war denn hier lesen? Ohne, dass ich jetzt irgendwas kaputt drücke. Ups, das wollte ich nicht. Dann ist es mir auch egal. So, das hätte ich dann trotzdem ganz gerne. Fuck, was mache ich denn jetzt? Oh Leute, nee, ihr lasst mich mal in Ruhe. Ich bin wirklich gerade mega irritiert. Oder gehe ich einfach einen falschen Weg? Warte mal, das kann ich ja jetzt wegkramen, das weiß ich ja. Aha! Und wo bringt mich das hin? Zu einer Truhe. Na ja, gut, sage ich nicht nein. Ja, komm, das ist nett, jetzt halt, yay, aber nicht so wirklich das, was ich wollte, wenn wir ehrlich sind. Und wir sind ehrlich. Da ist die Kathedrale Friedhof, nicht Friedhof, so. Und da ist auch nichts, das weiß ich. Gucken wir nochmal Abteil Friedhof an, aber da war ja auch nichts. Hier in das Grab, da kannst du dich reinfallen lassen, dann kommst du ja... Ach, danke schön. Zu besagter Stelle mit ganz viel Geld. Also Rubin. Das ist so ein Weg, der geht in die Freiheit. Vielleicht muss ich auch ein paar Gräber... Ew. Ich wollte schon sagen, das kriegen... Oh, irgendwelche ruhelosen Seelen werden uns dafür ein bisschen hinrichten. Und an das Grab komme ich ja gar nicht ran, ne? Weil da irgendwie so ein magischer Stein ist, der mächtiger ist als meine Krafthandschuhe. Obwohl ich im Prinzip die riesen Kloppo-Stiefel, würde ich sagen, Steiner, so mir nichts, die nichts da weghauen kann. Boah, hältst du mal stehen. Bleibst du mal stehen. Schachtelgeist, irgendwie. Oh, oh toll. Weil weißt du was, wo wir starten? Richtig, bei der Kathedrale. Die ist nämlich direkt um die Ecke. Boah. Nee, nicht bei mir, bei meiner Hütte. Hast du mir was zu sagen? Folge bei der Suche den Zeichen, die der Dorfwirt auf deiner Karte gemalt hat. Geh doch mal zu deinem Wahrsager, wenn du dich verlaufen hast. Fick dich mit deinem Wahrsager, den werde ich den Gast bestimmt nicht da befragen. Ganz ehrlich, sie hat das Triforce der Weisheit. Und was ist, sie schickt mich zu einem Wahrsager, der mir das Geld aus der Tasche ziehen will, der nichts kann. Dem er wahrscheinlich genauso gute Sprüche gibt wie sie. Also... Sorry, aber nee, Prinzessin. Bei aller Liebe. Kannst deinen Posten an mich abgeben. Ich regel das wohl. Ich wäre auch so, weiß nicht, manns genug, weib genug und würde gerne damit seine komischen Schergen mal richtig krass in den Arsch treten und einfach sagen, hey, bitch, please. Sind hier nur Tote? Das finde ich ein bisschen eklig. Vor allem, dass wir das einfach so aufschieben können und einfach YOLO-Grabschänder machen. Boah, kannst du mal aufhören mit deinen komischen... Spießen da, um dich zu werfen. So. Grabräuber für Anfänger. Kannst du bitte jetzt hier irgendwie mal sterben? Auch wenn du schon tot bist, so rein technisch gesehen. So, du wirst auf jeden Fall sterben, auch wenn du rein technisch noch lebst. Weg damit. Können eigentlich mehr als ein Geist rauskommen? Wahrscheinlich, ne? Ist eigentlich nur ein Irrlicht, ne? So, wir beschwören es einfach mal herauf, weil wir richtig hart einen Fick darauf geben, ob wir wieder auseinandergenommen werden oder nicht. Ich will einfach nur gucken, ob hier Gänge sind oder nicht. Also beim Dicken da Grab, da wird bestimmt irgendwas sein. Ja, wir können mehr als ein Geisterchen beschwören.
So, mit meinen okkulten Kräften hätte ich jetzt gerne irgendwie was Geiles. Oh Gott, drei Geister. Keiner ist ein Meister. Bam! Ja, das ärgert mich. Warum kann ich diese Ficksteine da nicht wegmachen? Wahrscheinlich, weil ich dann zu früh irgendwo hinkomme, wo ich nicht hinkommen darf. Halten wir fest, das ist sowieso die falsche Taste, aber Friedhof bringt gerade gar nichts. Wie komme ich da hin? Was sagt denn der Tacho? Der Tacho sagt noch gut 5 Minuten. Pass mal auf, dann machen wir jetzt hier einfach einen kleinen Cut und ich guck, was ich machen kann, dass wir irgendwie weiterkommen. Bis gleich. So, dann bin ich mal gespannt, ob ich nicht einfach nur briesig bin oder mein Spiel verbuggt ist. Angeblich soll ich hier in der Höhle einen alten Mann finden. Ich soll hier runterspringen. Und bei der ersten Gabelung gehe ich nach rechts. Dann soll ich mich südlich halten, was für mich nichts anderes heißt als geh nach unten. Bitte, danke. Oh, das habe ich gar nicht gesehen, dass es oben ist. Okay, dann nach oben. Bisschen wieder nach rechts. Okay, meine Schuld. Ich bin blöd. Okay, ich bin schuld. Ich habe das nicht als Weg erkannt. Sorry. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du auf dem Berg zum Weg bist, bitte ich, dich begleiten zu dürfen. Ich habe nämlich meine Lampe verloren. Ja, klar, alter Mann. So, von wo aus dann? Nach rechts. Vorsicht, das sind tiefe Löcher im Boden. Laufe lieber rechts entlang. Bist du auch auf dem Weg zum Berg, um nach der goldenen Macht zu suchen? Dieser Berg liegt direkt vor uns, aber ich möchte dir einen guten Rat geben. Viele sind bei der Suche nach der goldenen Macht schon spurlos verschwunden. Hör auf meinen Rat und gib deinen Plan auf. Ich meine es nur gut. Halt dein Maul. So, gehe ich jetzt hier nach rechts. Weiter nach rechts. Geh lieber nach rechts. Weißt du, ich habe einen Enkelin in deinem Alter. Der König ließ sie auf seine Burg verschleppen und sie kehrte nie zurück. Sicher steckt der Zauberer dahinter. Es ist Teil seiner bösartigen Pläne. Ich vermute, Aghanim versucht durch die Entführung der Mädchen, die Nachfahren der 7 Weisen, die sehr wirbel sind, sich ihre besonderen Kräfte zunutze zu machen. Wie soll ich denn hier nach rechts gehen? Ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen suspekt, dass er den... Nee, das ist falsch. Aber wir gehen trotzdem gucken. Töten. Was sind das? Steinviecher? Aua. Boah, alter Mann. Oh, das glitzert. Hallo, ich will hier... Nur, ich glaube fest daran, dass eines Tages... Ja. So viel Rede, aber vielen Dank, dass du mir sofort nicht zu wissen hast. Falls du... Okay. Was ein Zauber, was ist das für... Was? Ich kann mich nicht bewegen und ich werde gerade... Ernsthaft? Ich konnte mich nicht bewegen und werde jetzt von diesem Scheißstein kaputt gekloppt? Boah, bei der Berghöhle. Ja, danke, dass ich diese Option jetzt habe. Wo bin ich denn jetzt? Den König eigentlich getan. Er versucht nur mittelsweise den Weg in die Schattenwelt zu öffnen. Woher weiß er das alles? Was ich jetzt noch tun kann, ist der... Okay. Ich bin gerade verwirrt. Ich bin mega verwirrt. Um nicht zu sagen, ich... bin ultra verwirrt. Wo muss ich jetzt lang? Jetzt mal ohne Spaß. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin. Irgendwie ist das nicht ganz so gut gelaufen für mich. Warte mal, ich gehe mal zurück. Vielleicht wäre ich von da gekommen und... Wo bin ich jetzt? Okay, also ich gehe mal nach draußen.
Weil ich ehrlich gesagt überhaupt nicht weiß, wo ich lang muss. Okay, das wäre da drinne gewesen und ich werde hier, ja gut, keine Ahnung. Der Part endet auch so verwirrend, wie er angefangen hat, Fragezeichen. Ich will es einfach nur in Sicherheit, dankeschön. Ja, das wäre es erstmal von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch viel Spaß und Way.